Der irgendwie, wo es hieß, der hatte eine vergewaltigt, das hat aber nie gestimmt und dann wurde er. Das hat bis das gemacht hat. Take it till you make it. Und damit willkommen bei einer wundervollen neuen Ausgabe des Podnosterer Carsten. Wir haben uns jetzt nämlich überlegt, das ein bisschen umzubenennen. Ja. Der Podcasten, das ist auch ein Wortspiel. Erklärst du das mal ein bisschen? Naja, Podcast, C-A-S-T und Carsten, C-A-R-S-T-E-N, ja, ist so ähnlich wie Carsten. Es klingt relativ ähnlich, wenn man sagt Podcasten. Stimmt. Ja. Aber würde ich eher als Adjektiv Verb benutzen. Ach, wir podcasten heute. Naja, aber das wäre dann, wenn das ein Podcasten ist, dann Podcasten nennen wir. Ja, okay, aber ich würde Podcast schon noch lassen. Pass mal auf, wenn wir jetzt Ideen zum Beispiel von den Laster-Schwestern klauen, dann könnten wir sagen, heute... Hast du echt Laster? Ich habe immer Lester gelesen. Nee, Laster-Schwestern, die berichten jeden Tag über Amris Andri. Das hat... Ach, du machst jetzt quasi... du hast auch einen Witz gemacht. Gut, weiter. Nee, pass auf, wenn wir nämlich jetzt Ideen von den anderen klauen, von der Konkurrenz, können wir sagen, das ist dann das Verb Podcasten Spengemann. Weil der soll ja damals zu Diamanten geklaut haben oder was da war. Gut, da war ich nicht dabei. Das war Superstars Staffel 2 oder so. Okay. Ja. Wo sind wir denn hier eigentlich gerade? Warum ist denn das alles so? Wie hieß nochmal dieser Wetterfrosch, der von der Bild so... Benjamin Blümchen in der ersten Folge. Nee, zweite, weiß ich nicht. Ah ja, genau. Nee, du meinst den anderen, der... Ah, der Wetterfrosch, ja. Der irgendwie, wo es hieß, der hatte eine vergewaltigt, das hat aber nie gestimmt und dann wurde er... Das hat bis das gemacht hat. Take it till you make it. Hat immer so getan, als ob er eine vergewaltigt und irgendwann hat das dann über die Gipfel geschafft und hat sie dann auch wirklich... Damit die News auch einfach stimmt. Der war einfach Dedication für seinen Job so als Journalist. Ja, also Bild ist auch eine self-fulfilling profession. Weil der Daniel Kübelberg hat das gelesen, dachte so, what the fuck, wo bin ich runtergesprungen und zack, war im Wasser. Ja, guter Auftakt. Wir sind hier heute wo? An einem speziellen Ort? Ja, also im Märchen-Zauberwald. Genau, anders als die Laster-Schwestern werden wir uns nämlich jedes Mal neu definieren und neu erfinden. Weil die machen immer dasselbe. Ich habe die nie geguckt. Ja, okay, ist nicht weiter schlimm, hast du nichts verpasst. Gut. So. Und ich finde Robin und Herodes klingt auch viel besser als Robin und David. Ach so, nee, ich hätte es auch in Zukunft so gemacht, dass wir Robin und David sind. Ach so. Ja. Also ich wäre halt gerne Robin. Aber was ist, wenn du dich mit David zusammentust und ich mich mit dem Robin zusammentue? Robin und Herodes und David? Ja. Siehst du da? Nee, absolut gut. Wir sind hier nämlich draußen auf dem Balkon heute mal ganz besonders. Nee, weil auch David, der hatte so Podcast-Erfahrung auch durch diese Gigasachen. Damals hat er ja schon hunderte von Podcasts aufgenommen. Das stimmt. Und ich habe mir so reingehört, die reden halt normal über Sachen. Videospiele. Lassen halt nie mal irgendwie mal eine Pause, stottern nicht, machen keinen Witz, den niemand lustig findet. So, das fehlt mir halt. Und deshalb dachte ich, oder schnieft halt auch mal. Oder essen, wo ist dein Essen heute? Fuck, shit. Ja, wir haben es neu erfunden. Ich habe da hinten noch so eine Gießkanne zu stehen, da kannst du... Ja, ich glaube, ich guck mal, was im Kühlschrank so ist. Solange kann ich hier mal gegenklären, oder? Vielleicht das ist auch bei den Laster-Schwestern nie so, dass einfach einer rausgeht. Kleine harten Fakten hier. Oder in diesem Fall reingeht. Wir sind nämlich, sag mal, wo wir jetzt sind. Wir sind draußen auf meinem Balkon. Wenn wir es gerade vom David hatten... Kleinen Funfact am Rande. Der David hat mich damals auf meine hässliche Arbeitsstelle in Buchenwald begleitet. Für Weimarer Fremde könnte das jetzt im ersten Moment erstmal ganz tragisch klingen, aber nein, da Buchenwald nicht, sondern in einer Jugendherberge habe ich gearbeitet. Und ich musste dann sonntags, da ist kein Bus gefahren, musste ich mit dem Fahrrad fahren. Das war 2011, Ende 2011 oder im Herbst so. Und soll ich uns hier so einen Apfel klein schneiden? Schneide uns mal einen Apfel klein. Und da habe ich dann immer Radio Giga gehört. Und so habe ich nämlich den David Hein kennengelernt. Aber dass er jetzt so hinterrücks unsere Idee klaut und einen Podcast macht, wo zwei Leute sich ohne wirkliches Ziel miteinander unterhalten, das ist einfach eine super freche Sache. Dann, ich weiß noch nicht ganz, auf welchem Kanal das jetzt hier gerade veröffentlicht ist. Das wird dann wahrscheinlich beim Upload geklärt sein. Ansonsten ist irgendwie was schiefgelaufen.
Und dann sehen wir mal, wie das jetzt hier weitergeht. Denn es geht Holper die Polter in der Zukunft nicht ganz so weiter, wie es bisher weitergegangen ist. Denn für Herodes stehen ein paar Veränderungen ins Haus. Und dann weiß ich nicht, kommt jetzt regelmäßig wieder ein Podcast? Muss man, aber dazu erklärt euch das Herodes am besten gleich noch kurz. Und dann sehen wir mal, wo die Reise uns in der Zukunft hinführt. Gut, ansonsten sind wir heute auch absolut unvorbereitet. Wir kommen gerade vom Videodreh aus dem Park und haben einfach spontan entschieden, wir machen mal wieder einen Podcast, da ja die Leute tatsächlich an mehreren Stellen gefleht haben, bitte, bitte macht mal wieder weiter mit dem Podcast. Ist es jetzt heute endlich soweit. Und da kommt er auch schon wieder. Ich nehme noch auf, ja. Ich bin heute was aufnahmefähig. Erzähle. Ich bin auch Influencer auf Instagram. Mhm. Zurzeit noch unter Erich Kisten, aber das wird sich ja jeden Moment ändern. Abel Kriebsch. Hast du rausgeschnitten, finde ich gut. Natürlich. Mir ist doch was Bescheuertes passiert. Da habe ich auch heute meine Bachelorarbeit abgegeben, ohne ein Foto davon hochzustellen. Oh, das geht nicht. Das geht auch nicht. Was mache ich jetzt? Mit Paint vielleicht nachjustieren? Mache ich. So, genau, ich habe nämlich hier gerade Organisatorisches gesagt. Wir sind ja hier gerade spontan. Wenn du deine Stimme änderst, änderst du auch eine Persönlichkeit? Ja. Okay. Ändere ich gerade meine Stimme? Ich bin gerade Moderation. Moderationsmodus ist das gerade. Genau, für dich stehen ja etwaige Änderungen ins Haus. Nicht, dass ich wüsste. Okay, gut, abgehakt. Deine Arbeit wird nicht verkackt und irgendjemand schreibt dir universitätsmäßig. Stehen dann Änderungen für dich ins Haus? Ich sag mal, auch wenn beides nicht eintritt, stehen Änderungen ins Haus. Kein Bock mehr. Ja, aber darum geht's ja. Ja. Nö, ja, aber solange es halt noch nicht fertig ist, will ich da jetzt auch gar nicht so viel von irgendwelchen etwaigen Plänen erzählen. Also im Endeffekt geht's nur darum, dass meine Zeit hier langsam sich dem Ende neigt. Eigentlich hatte ich ja vor, schon Ende dieses Monats mich um was Neues zu kümmern, aber da sich das halt jetzt alles verzögert, wie du schon gesagt hast, die Uni meldet sich nicht in alles, stehe ich noch vor einer relativ unbekannten Zukunft, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie nicht hier stattfinden wird, sondern irgendwo anders. Das ist doch schon wieder viel zu deep. Mir ging es darum, weil wir sind ja gerade im Podcast, man könnte ja schauen, wie das denn hiermit weitergeht, wenn du vielleicht von dir aus Interesse daran hast, auch über, weiß ich nicht, Skype oder so, das Team fortzuführen. Teamspeak. ICQ. Genau, ICQ zum Beispiel. Facebook Live-Chat. Ja. Nee, dann habe ich zum Beispiel gebrainstormt, wenn man das fortführt, könnte man das einfach auf Nosterafakt hochladen und das ist dann der Podcast-Kanal zum Beispiel. Dann ist das für Leute irrelevant, die das nicht sehen wollen. Richtig assi. Warum? Weil du gesagt hast, Leute sind deabonnieren, weil dann nichts mehr kommt. Hast du ihn deabonniert? Nö. Naja, siehst du? Keiner hat halt auch keiner. Ja. Nee, das können wir noch überlegen. Ansonsten stehen ja reichhaltig News ins Haus. Axel will jetzt seine Ernährung umstellen. Der will jetzt auch wie wir einen Apfel schnurzen. Das fand ich krass, als ich das gesehen habe bei Newstime, Alter. Echt, ja? Das ist echt heftig, weil, das ist ja so leicht gesagt, ne? Ich meine, wenn er das wirklich macht, er muss ja halt anfangen, morgens anders zu essen. Er muss mittags neu diverses Essen zu sich nehmen, aber auch abends. Und das anders als vorher. Muss er gucken, dass er entweder zum gesunden Snack greift oder zu gar keinem Snack. Ja. Ich sage ja immer, statt Snack zur Zahnbürste greifen, 2 in 1. Das hieße ja, dass du, wenn du Bock auf einen Snack hast, dir die Zähne putzt. Ja. Das könnte aber auch 7-mal am Tag sein. Naja, das hast du ja dann nicht mehr so oft, Bock auf einen Snack. Weil du dir schnell die Zähne putzt. Ja. Weil du dann so einen widerlichen Plackgeschmack im Mund hast. Oh, okay. Ja, ja, im Prinzip bei Laster schwastern ja auch nicht, dass die... Die lästern ja auch nur, das ist ja langweilig. Dass halt immer so Stellen kommen, wo der Zuhörer sagt, boah, Alter, die Scheiße breche ich mir nicht. Das gehört dazu, zum guten Ton. Ich sehe das eh nicht. Und ich glaube, wir sind ja auch die neue Generation, wir sind ja quasi noch die Säuglinge der Podcast-Industrie. Mhm. Und da kann man auch mal ein bisschen unbeholfen, sage ich jetzt mal, sein. Wir sind zwar selbst Säuglinge, aber andere säugen bei uns. So viele Ideen wie geklaut wurden. Ja, hast du da ein Beispiel? Nein, aber
habe da so ein Gefühl. Ja, ich glaube nämlich auch, dass die ganz Großen ein Auge auf uns werfen und dann unsere Ideen quasi zum großen Geld machen. Hm. Siehe Drins Block Battle, da hat ja Mahoney Records jetzt auch zurzeit einen neuen in den Rap Battle Turnier, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also, nee. Kennst du Mahoney Records? Das ist das Gespann rund um Big B.I.G. Na, fast. Nicht? Nee. Big B.I.G. war der Typ, der Take Part In gemacht hat und nach 3 Videos gescheitert ist. Der das Startup machen wollte. Wie heißt der andere? Big Jigga J. Ja. Guck doch mal, okay, aber kleiner Ausflug zu Big B.I.G. Ja. Ich weiß nicht, in welcher Situation, wie es dazu kam, aber wir hatten ja auch mal Kontakt zu ihm. Mm. Wo der das... Das war ziemlich witzig. Wo dieses Eis gegessen hat. Er hat ein Eis gegessen? Was? Ach so. Und du meinst so, was für ein Scheiß, ich bunch dich, bis du begreifst. Und er fand es halt gar nicht lustig, hat immer energisch an seinem Eis geleckt, um irgendwie sich selbst von der Situation abzulenken. Du sprichst von diesem super geheimen Videodreh von vor 4 Jahren. Ja, ja, den jetzt auch noch kein Mensch revealed hat. Ja. Naja, nee, auf jeden Fall hat er dann später... Hat seine Rap-Karriere scheinbar hinter sich gelassen, Contra Erfurt. Hm. Und ist jetzt wahrscheinlich BWLer oder so. Und irgendwas in die Richtung. Ist das die Steigerung von BWL? Also das ist fast am BWLsten. Ja. Und hat auf YouTube so einen Kanal gemacht, Take Part In, ich glaube zusammengeschrieben. Hm. Da ging es dann darum, hey Leute, wir gründen alle zusammen ein Startup und das wird mega geil und wir verdienen voll das Geld. Und du erstellst ein Logo, du machst ein Design und du machst dies und hilft mit und steigt ein und seid dabei. Auch so ein Pyramidensystem. Oder ich weiß nicht, ob er das erklärt hat oder das mit dieser Vierfelder-Tafel wichtige und dringende Aufgaben und keine Ahnung, ABCD-Aufgaben, das ist dieser Standard-Scheiß, den man immer so hat. Vierfelder-Tafel, das ist, ach nee. Nee, scheiße, ich hab's gerade verwechselt. Ich hatte gerade im Kopf, wie bei der Weimarer Tafel Leute so sich mit Bällen abwerfen. Aber es heißt ja Zweifelder-Ball, nicht Vierfelder. Ja, ich bin raus aus dem Podcast-Duktus. Ich merke das, auf jeden Fall. Es ging dann dazu, dass er eine App erstellen wollte. Er hat gesagt, ich habe mega die Idee, Leute, wir machen das folgendermaßen. Ich erstelle eine App, wo man nicht hat in WhatsApp-Gruppen, wo der irgendeinen Scheiß reinpostet, wo man sich über die App quasi einen Termin machen kann als Sportverein, wann man sich trifft. Hm. So oder so ähnlich war es. So. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist Kundenakquise, ich bin mir sicher, auf jeden Fall rausfinden, welche Kunden das dringend brauchen, welche Kunden das nur so ein bisschen brauchen, welche Kunden das gar nicht brauchen. So. Nehme ich jetzt mal eine Woche Zeit und schreibe ein paar Vereine an, wer das braucht. So. Nächste Woche kommt ein Video. Richtig energisch. Ja, ist jetzt folgendermaßen. 9 von 10 brauchen das gar nicht und 10 brauchen es nur ein bisschen. Das Projekt ist jetzt gescheitert. Aber ich habe so viel gelernt, zum Beispiel, wie wichtig es ist, früh genug Kundenakquise zu machen. Ja, wie es mit dem Kanal weitergeht, weiß ich nicht. Ja, und dann kam nie wieder ein Video. Ja, hätte man vielleicht vorher noch dazu sagen sollen, dass er eigentlich bekannt geworden ist durch seinen Hall of Shame-Auftritt bei Julians Blog. Das wissen die Fans doch. Ja, das wissen sie alle. Die sind ja Streber hier. Und wenn und nicht, dann haben sie gerade eben nochmal Contra Erfurt gegoogelt. Ja, ich finde das einfach nur, das fügt dem noch was bei. Contra Erfurt ist der Shit. Contra Erfurt zu Kundenakquise. Weißt du? Ja. Sonst ist viel passiert tatsächlich. Heute erst, wo kommen wir gerade her? Aus dem Wald. Mhm. Ein Product Placement steht an. Och nee, nicht schon wieder. Doch. Und? Und stell dir mal vor, vor 4 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich das irgendwie so mal sage. Hey, ja. Weil da hieß es immer, oh was, der verkauft sich und so. Mittlerweile hat sich das ja alles geschiftet. Aber ja, Universal hat sich wieder gemeldet. Oh nice. Wann ist eigentlich unser Auftritt bei TAF von dieser Kochfrau? Er hat gesagt, ich melde mich auf jeden Fall wegen TAF. Ich will jetzt nicht schlecht über die reden, aber die ist ja nirgends öffentlich bekannt. Aber hätte sie nicht den Satz zu mir gesagt, das ist auch gerade nicht nur so ein Gelaber, ich meine das ernst. Ja, sie hätte einfach problemlos stecken lassen können. Wir haben ja nicht nochmal danach gefragt. Richtig. Sie hat ja von sich aus gesagt, ja, um TAF kümmere ich mich und ich sage ich jetzt nicht nur so. Wir machen so einen richtig schönen Hätte sie sich diese Aussage geklemmt, wäre doch alles gut gewesen. Dann hätte ich natürlich gedacht, das ist nur Gelaber und sie sagt das gerade nur mal so. Nee, aber hätte sie gar nichts gesagt, dann hätten wir halt gesagt, coole Dame, so. War ja eigentlich... Wobei, ich fand die sogar gar nicht cool, kann das sein? Ja, ich hab grad gar nicht so gute Erinnerung. Die ist so Medium gewesen. Ja. Ja, also, eine Stupide zu lachen. Ich habe ihre... Das ist übrigens meine japanische Trennwand, die hier gerade so ein bisschen quietscht. Ich habe noch ihre Nummer. Ich kann ja mal fragen. Geil. Wie es aussieht. Ja, frag mal. Gott, oh Gott. Wie schaut's WG.taf? Sagt sie... Möchte gerne Sonja Kraus kennenlernen. Wer sind Sie? Bitte rufen Sie mich nie wieder an. Sind wie dieser Wetterfrosch. Kachelmann.
Carsten, nee, Jürgen? Jörg. Jörg Kachelmann. Ja, wir hatten es doch hier. Runter Kachelmann, ja. Den Bonbon runter, Jörg Kachelmann. Ja. Jetzt haben wir es wieder. Ja. Aber du wolltest noch ausreden. Genau, Product Placement hier mit Universal. Dieselben Leute wie beim Baywatch-Video schon. Richtig nice. Wenn sowas jeden Monat kommen würde, könnte man hier ein richtiges Imperium aufbauen. Aber man könnte quasi seine Miete pünktlich bezahlen. Ja. Und vielleicht auch mal Toastbrot, Ketchup und Blattgold essen. Dann würde die ganze Sache enorm aufwerten. Hm. Also vom Preis, sonst nicht. Ja. Ja, sonst ist richtig was los. Da hätte man eigentlich den Schwerpunkt setzen können. In den letzten 3 Wochen, mittlerweile vielleicht 4 sogar schon, da brennt ja Deutschland. Ja, ja, aber ich guckte nicht so hin. Toll. Nicht mal Marshmallow dran halten, oder? Na gut, das ist das heißt ja dann sowas wie hinfahren und sich die Musik gönnen. Ja. Ja, das ist aus meiner Sicht Marshmallow dran halten. Ja, doch. Das hast du das gemacht. Die Metapher ist auf jeden Fall die ist. Ja, ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich sehr viele Kanäle. Wir kriegen mit Chemnitz jetzt keine Aufrufe mehr, lass es bitte. Nee, ich will auch keine Aufrufe, ich will da trotzdem. Du willst keine Aufrufe? Ja. Ja, dann brauchst du dich ja nicht wundern. Okay. Das hat, ja, ich weiß, dein bester Freund, wie heißt der wieder? Klicksum hier. Christoph Krachten, Jörg Krachtenmann, der hat das auch gesagt. Wenn du Aufrufe kriegen willst, dann musst du es ja auch richtig wollen. Nee, aber darum ging es nicht. Ich habe nämlich echt in den letzten Tagen so viele, ich mache mal in Anführungsstrichen, rechte Kanäle angeguckt auf YouTube, die so ein bisschen darüber erzählen. Okay. Da ist so viele angeguckt, dass mir das jetzt von YouTube vorgeschlagen wird immer so. Ich, wenn ich auf die Startseite gehe, hier das neue Video von Tim K., DDR 2.0. Das ist für unsere Kinder, sie sollen nicht leben in Ketten. Genau so, ein softes Ding. Und da kann ich dir 2 Sachen erzählen. Das eine, weil das habe ich auch im Podcast schon mal thematisiert, dass ich jetzt nicht ganz fern davon bin, Lieder mit rechtem Gedankengut zu kennen. Mhm. Ja, so. Da sind dann solche Kanäle, die sich damit schmücken, alternativ zu denken, aber ja nicht rechts zu sein. Ja. Die dann aber in kleine Sketche sowas einbauen wie, ich habe die Wahrheit gesagt. So, weißt du, was halt offensichtlich ein Ausschnitt ist von einem Lied, von einer indizierten Band. Du lügst auch, du Polacke. Ja. So, wo ich dann sage, warum bauen die das denn bitte ein? Haha, als kleinen Augenzwinkerer Richtung, wir verstehen uns schon. Ja, und das andere, was ich gerade gesagt habe, Tim K., DDR 2.0. Oha. Er sagt in dem Video offen seine Meinung, dass er findet, dass das hier ein Staat ist, wo man seine Meinung nicht mehr sagen kann. Mhm. So, das ist der Tenor quasi. Und was ist DDR 2.0? Na, jetzt gerade Deutschland. Ach so, aber er will nicht DDR 2.0. Nee, er will das nicht. DDR, er sagt, wieder. Jetzt ist DDR 2.0. Aber ich glaube, in der DDR 1.0 konnte man nicht ein Video machen und sagen, hallo, das ist die DDR 1.0. Ja, da war das Internet noch ein bisschen langsamer. Ja, das stimmt. Hallo, ich melde mich gerade live auf der DDR 1.0. Hier im Farbfernsehen. Ja. Was ist eine Banane? Genau, also du beschäftigst dich gerade mit Rechten. Genau, ich werde gerade zum Rechten, auf den rechten Pfad. Rechtsruck. Also gerade so dumme Meinungsvideos, das... ich habe mich da mal reingeguckt. Da fällt es mir leichter, das dann auch nicht zu gucken. Ja. Ja. Also ich amüsiere mich ja gern über Leute, die halt wirklich so gegen Merkel! Genau, wo da... Wie beschreibt man das? Schlussfolgerungen nicht schlüssig sind bei manchen Menschen. Und da... Das finde ich dann noch amüsant. Das ist da auch dabei. Ja. Wie gesagt, ich wollte nämlich noch mal reingucken. Aber ja, der weiß, was dran ist! Das war herrlich. Ist es eigentlich inzwischen viral gegangen? Weiß ich nicht, habe ich nicht so verfolgt. Okay. Aber. Nee, da gibt es schon echt gute Sachen. Da habe ich auch überlegt, ob ich mal den so eine Folge Daily Dank Meme Report oder Daily Dank Report oder so. Mhm. Und dann über solche Sachen ein paar Ausschnitte. Ja, leg los. Ach so, du willst quasi das TV-Total des rechten Fernsehens machen. Ja, genau. Ja, finde ich gut. Dann kommst du so eine Treppe runter und dann sagst du, ich weiß nicht, ob sie das hier gesehen haben. Gegen Merkel! Ich runde mal so eine Hakenkreuz-Geländer. Aua. Vor allem, ja. Stefan Raab ist so die letzten 15 Jahre seiner Show nicht mehr dieses Gelände runtergerutscht. Ja, egal.
dann sitze ich halt auf so einem, weiß ich nicht, auf so einem Reichsadler-Ding, was ich hin und her schieben kann. Ah, nice, ja. Das, die Idee ist gut. Ich meine, das Studio dürfte jetzt wieder frei sein, oder? TV-totaler Krieg nenne ich das dann. Zack, fertig. Das Studio ist bestimmt jetzt wieder benutzbereit. Dein Freund Stefan, der wollte jetzt, ist das in Sack und Tüten, der wollte doch so eine neue Show machen oder einen Auftritt. Ach nee, das hast du, glaube ich, gesagt, das wird nicht übertragen oder so, ne? Was? Ach so, dieses Live-Ding in Köln im November, ja, davon, das ist, ja, weil ich habe alle Infos, die mich, schneid das raus, schick okay. Das den Lästi-Schwesti. Mit Milzbrandbrief zusammen. Alle Vögel sind schon da. Informationen, die ich hatte, habe ich gerade schon genannt. Also es ist ein Auftritt, der ist in Köln. Okay. Oder war, vielleicht war der auch schon. Lass mal, dass wir bei drei Chinesen mit dem Kontrabass machen. Jetzt. Lester, Schwester, Lesti, Schwesti, Lesti, Schwesti. Lester, das hat sich angehört, Lesto, als würdest du lateinische Wörter beugen. Lesto, Schwesto, Lestu, Schwestu. Ja. Okay. Lestö, Schwesti. Weiter? Nee. Okay, gut. Dann. Lestimus, Restimus? Das Team. Nee, da ist nichts zu holen. Also, ich finde, Laster-Schwestern ist noch das höchste der Gefühle. Okay, aber da haben wir mal live gebrainstormt, du darfst. So, als nächstes Groß-Event steht ja an. Man sieht gar nicht, dass ich mich gerade verschämt zur Seite drehe. Die Kirmes. Oh, nee, das gehört hier echt nicht rein. Das gehört hier nicht rein. That's what she said. Oh! Nee, das ist, du, da kommt viel rein, aber nicht das, nee. Hm. Da kommt, alles Tabuthemen bei dir. Da kommt mit der Brokkoli dir, rein. Mit aber dir kann man nicht in Ruhe über Hakenkreuze reden, nicht über Kirmes. Ja. Es macht sich immer gut, wenn du mir optisches Feedback gibst. Ja, das macht sich, wie gesagt... Postkasten. Weil wir schicken ja die Audio an die Menschen. Ja, stimmt. Anders als das Perückenpaket, was ich heute hätte bekommen müssen. Aber ja. Du hast ja noch nicht eine Wig bestellt. Nee, aber eine Perü. Oh boy, echt? Ja, so. 5. bis 7. ist die Mac in Erfurt. Ach so, ja. Das ist eine Cosplay- und dafür hast du aber genug journalistisches Potenzial, um dort kostenlos reinzukommen. Ja, tatsächlich. Okay, nicht so wie bei der Ching Ching QQ Pika Pika. Die Konichi ist eine Messe, wo es hauptsächlich um Cosplay geht. Da gehen die Kosser hin. Ah ja. Kosse. Fand ihr da auch Motocross? Ich war bei Gosse, aber ja. Motocross. Genau, und dafür habe ich mich nämlich beworben, beziehungsweise uns als Kollektiv, habe gesagt, hier, wir würden gerne berichten, kostenlose Berichterstattung ist ja auch immer gern gesehen. Wichtig ist, dass du sagst, dass sie kostenlos ist, die Berichterstattung. Hast du wahrscheinlich wieder mit einem Kostenlos. Kostenlos, genau. So. Ja, und dann habe ich gesagt, hey, wir würden gerne vorbeikommen, wir würden uns gerne verkleiden, wir würden gerne ein Cosplay machen von einem Kosmonauten. Reicht. Und dann habe ich eine ganz traurige Mail zurückgekriegt, da stand nämlich drin, das, was Sie da machen, das würde ich nicht als journalistische Berichterstattung definieren. Und deswegen können wir Ihnen leider keine Influencer- oder Presseausweise aushändigen. Mhm. Was sehr schade ist, denn die Konichi hätte bestimmt sehr von uns profitiert. Ich sehe das genauso. Ist das dann immer so super eng und so super schwitzig? Ja, ist doch geil. Ja. Ja, stattdessen haben wir jetzt die Mac, die war irgendwie, das habe ich jetzt auch erst erfahren, die war bis vor einem Jahr noch in Hamburg. Das heißt, es scheint schon was Großes zu werden. Ein Spektakel. Und da schauen wir mal. Und wie hat es Erfurt geschafft, das ins Lande zu holen? Indem es Hamburg nicht mehr schaffen konnte und dann der Höchstbietende wahrscheinlich. Wow. Da weiß ich nicht, ob Erfurt da mit seiner EGA punkten kann, oder? Ja. Ja, ist es dort? Nee, wo ist denn das? Erfurt am Messer, denke ich mir einfach. Ist das nicht das Gelände? Ich dachte, keine Ahnung. Das ist daneben, was weiß ich, ja. Ich weiß es doch nicht. Ich war da nur bei Belgisch Stadt, aber geil, Konzi. Und die findest du gut? Die Konzi oder die Messe? Die Spike Lees und... Na klar, gerne, das ist geil. Aber darüber, was ich an denen mag, habe ich ja schon in einem Podcast geredet, glaube ich. Kann sogar sagen, ja stimmt, wir hatten ja doch dieses gebildete. Stimmt, wir haben ja schon mal Podcast aufgenommen. Ja. Oh, wir sind so pläte. Naja, das sind jetzt für unsere Neuen, erzählen wir das jetzt alles nochmal.
Ich habe jetzt eine richtig gute Idee gerade gehabt. Ja? Wir machen in dem Podcast, wir reden noch da über andere und lästern dabei. Ey, yo. Das ist, glaube ich, echt gut. Ich glaube, da sind Klicks zu holen. Wieso reden über andere lästern dabei? Man kann übrigens, habe ich jetzt erfahren aus erster Hand, wenn man einen Podcast hat, der erfolgreich ist, kann man richtig Asche damit machen. Ich kenne da zufällig jemanden, der ist relativ groß körperlich und er hat zufällig einen Podcast. Wie macht ihr die Werbung damit? Nicht Werbung, sondern weil das halt wirklich über iTunes läuft. Ach du Scheiße, nee, nicht über iTunes. Wir können das gerne über Amazon machen. Wir sind kann sein, wenn das da auch Affiliate Partners mit Amazon. Was hast du gegen iTunes? Das ist Apple. Was hast du gegen Apple? Prinzip Hate. Komme ich nicht weiter mit meinen Fragen. Okay. Ja, auf jeden Fall kann man da richtig... Dann lass das mal einstellen, oder? Mal einstellen. Mal gegenladen. Aber wie ist denn das? Zahlen dann Leute dafür, oder wie? Nee, eben nicht. Und wie, woher kommt das Geld? Weiß ich nicht. Gut, ich sehe, du bist in der Materie und hast dich da schon mal informiert. Ja. Hast dich da schon mal eingelesen. Die Person war ja zufällig da zu meinem Geburtstag und da habe ich mal hier so ein bisschen entgegengeredet. Also wir hätten meine nächste Frage, wo kommt das Geld eigentlich her? Das sind da im Hintergrund so Fondsmanager, die das iTunes, Podcasts in irgendwelche Fonds reinstecken und die dann wachsen und werden zu Geld? Da wird schon irgendwo Werbung laufen oder vielleicht finden, ich muss gestehen, ich habe nicht so viel Zeit dafür. Ich habe bestimmt auch nur 3-4 Folgen mal gehört von diesen 30, die es mittlerweile gibt. Vielleicht haben sie auch wie die Hooked-Leute mittendrin so, dass sie sagen, übrigens, wisst ihr, wenn ihr irgendwie ins Kino wollt, dann holt euch doch die Kino Deluxe Mastercard. So. Du hast nicht so viel Zeit dafür, aber du guckst ja 8 Stunden am Tag Rechtsrock-Videos. Die gucke ich mir nebenbei an. Ich höre sie mir nebenbei an, wenn ich Essen mache. Das geht bei dem Podcast natürlich nicht. Okay, gut, da sollte ich ganz... Verstehe, okay. Den Podcast kann ich, zumindest weiß ich nicht, wie das einfach geht, über mein Handy abspielen, so gut. Ach, ist er nicht auf einem diversen Videoportal? Auf Soundcloud gibt es das auf jeden Fall. Ist ja auch egal. Lass du weißt nicht, wie du... Ich erkläre dir jetzt, wie man Soundcloud auf dem Telefon abspielt. Erklär mir mal, wie man Soundcloud... Sekunde. Du nimmst den, steckst in die Tasche und läufst weg. So, jetzt red mal kurz und ich zeig dir jetzt mal gleich, was Geiles auf Soundcloud. Machst du jetzt wieder so eine visuelle Aktion hier im Podcast, ja? Soundcloud. Mhm. Ja, dann rede ich, währenddessen du einzelne Wörter sagst, die du gerade in deine Google-Suchleiste eintippst. So, gesagt, getan. Red weiter. Die armen Menschen, die das nicht schon hören wollen, gell? Sitzen jetzt an und spielen jetzt hier spielen sich am Glied rum. Spielen jetzt irgendein Videospiel und hören das nebenbei und können halt nicht switchen. Ja, können nicht raustappen, weil sie dann erschossen werden im Spiel. In welchem Leben? So, diese Killerspiele auch, ne? Diese Killerspiele, die sie da immer spielen, wenn sie einen Podcast hören. Ich wünschte, da würde mal jemand einen Song drüber machen. Kennst du das? Waffen! Kennst du Gewalt! Fällt dir da zufällig ein Name spontan ein, den man da mal vielleicht engagieren könnte? So 2,5 bis 3 Gigahertz. Ja. Bin ich zu jeder Mission bereit. Gibt nämlich so einen Song von Christina Stürmer. Den habe ich vor etlichen Jahren schon mal entdeckt und habe drüber gelesen, fand es lustig, aber habe das total verdrängt. Und das ist mir jetzt vor einer Woche oder vor ein paar Tagen wieder eingefallen. Und dann habe ich die Googles rausgelyrixt. Und holy shit, das ist nochmal viel schlimmer, als man denkt. Mit 2,5 Megahertz, nee, Gigabyte bin ich für jede Mission bereit. Und die 2000 Megahertz bringen auch den Megaschmerz. Oh Gott, Alter, das ist so übel. Das ist ganz, ganz hoch. Wir sind jetzt hier draußen und werden gerade hier beschallt. Das ist ein bisschen ungünstig. Vielleicht schreie ich einfach mal, dass wir gerade eine professionelle Webproduktion machen. Wenn wir die hier nicht so... Aber man hört es wahrscheinlich nicht mit dem Gang. Was ist das jetzt? Jetzt hast du Soundcloud offen und spielst einfach irgendwelchen Hardtake ab. Hey, das ist nicht Hardtake. Ist das Trolleyball? Ja. Oder? Nice. Warte, gleich kommt die beste Stelle. Noch nicht. Warte. Ich frage in einer Minute nochmal nach. Noch nicht. Warte, jetzt gleich. Jetzt. Ja, doch. Der Trolleyball, der ist schon gut. Ja, wir waren außerdem noch im Theater. Diese bei Soundcloud kann man sogar langsam outfaden. Indem man sein Handy langsam leiser macht, ja. Ja, geil. Wir waren im Theater gewesen. Ja. Haben da performt. Ah ja, das haben aber die Leute schon gesehen auf meiner Insta-Story. Ja, alle haben das schon gesehen. Ich glaube, die folgen mir schon alle im Podcast. Wäre seltsam, wenn nicht, oder? Wenn die nicht Erich Kistner folgen würden. Ja,
du machst ganz schön aggressiv Promo für dich. Planst du irgendwas? Ist da was Großes am Kommen? Nee, aber jetzt wieder... eine Art Song? Nee, aber hätte gestört, aber geil, was reingepostet. Aber sagt dir der Name Larry McLessig was? Das okay, Gute das an diesem Sound. Balkon ist, dass ich jederzeit springen kann, wenn wir es ja, nee, das war witzig. Wir sind in einen, wie könnte man sagen, harmonischen Klang, Grüngartenanlage. Ja, da sind wir hier. In Erfurt, in eine Diskothek gegangen am Bahnhof. Und das haben wir nicht freiwillig gemacht. Das war eher, weil eine gute Bekannte von uns Geburtstag hat und hat gesagt, hier, fünf Freunde müsst ihr sein, ich nehme euch mit gratis rein. Nee, Quatsch, war es ja gar nicht. Es war ja durch Geburtstag wirklich mit reingekommen. Ja. Und da waren wir dann zu viert. Und dieser Club hat in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, enorm an Qualität verloren. Und der ist auch nicht bei dem allerhöchsten Qualitätslevel angefangen, sage ich mal. Weil da so viele Flüchtlinge reingehen bestimmt. Nee, Käse. Käse geht da rein. Das ist wirklich ekelhaft. Und Freundin geht rein mit ihrer Freundin. Und es war ja der Schalter von der Security. Und danach kommt ja erst die Kasse. Ja. Und am Schalter von der Security, halt am Ausgang, wo du halt Personalausweis kontrollierst, da rufte Robin der Freundin so hinter, rief, danke dir, das war Zurich. Rief Robin der Freundin hinterher, ja, wie ist denn das hier mit kostenlosen Eintritt? Ich dufte. Ja. Wie ist das hier mit kostenlosen Eintritt? Und dann meinte die Security zu Robin so, ja, was hältst du davon, wenn du in einem anderen Club feiern gehst? Wenn du heute Abend woanders feiern gehst? Ja, wo meine liebste Antwort auf jeden Fall wäre ja, sofort. Was hältst du davon? Ja, was hältst du davon, woanders feiern zu gehen? Ja. Hätte gesagt, jo. Nee, finde ich gut. Nee, aber ich hatte mich ja... Und dann machst du ja einen so auf lustig, ja, hier einen auf Larry McLessig, ja. Und Robin so, nein, ich hab zu ihr so, ja, was willst du jetzt von mir? Willst du mich dumm anmachen oder was? So total außen nix, so richtig, während so Security, mich, wie man sich aus der Comedy vorstellt. Genau, während er immer aggressiver auf mich zugeht, fragt er mich, warum ich mich gerade so aufplustere. Genau, warum sich aufplustere, warum so, genau. Ja. Er hat sich auf jeden Fall... in seinem kleinen Penis angegriffen gefühlt, der Security-Mann. Aber da jetzt irgendwie großen Aufruf zu machen, bringt natürlich herzlich wenig. Also habe ich einfach gesagt, jo, das war wahrscheinlich ein Scherz oder so. Und hat er gesagt, na, viel Spaß. Und hätte ich halt reingewunken, reingelassen. Reingeruft. Und dachte, Larry McLessig, das ist genial. Ja. Larry McLessig. Und ich dachte so, ey, Alter, das muss er von irgendeinem Charakter haben. Das kann er sich gerade nicht ausgedacht haben. Larry McLessig, ey Robin, Digga, wenn der Name jetzt bei Google keine Treffer ergibt und das wirklich ein neuer Name ist, dann mache ich einen Malle-Hit. Nein, was hast du gerade gesagt? Dann mache ich einen Malle-Hit als Larry McLessig. Was? Ein neuer Song von dir. Und da die Party nicht so viel mit sich gebracht hat, war ich auch ziemlich schnell ziemlich am Handy. Naja, und habe halt nach Larry McLessig gegoogelt und es gab keine Treffer. Und da dachte ich so, nee, Alter, jetzt musst du durchziehen. Und jetzt schreibe ich vermutlich einen Malle-Hit, ja. Ein ich neuer nicht, Song von Herodes. Wie nee. Lange ist das her? Ach, von Larry McLessig. Mhm. Du bist nur Ghostwriter. Richtig. Das ist gegebenenfalls Pseudonym, aber vielleicht bin ich auch eigentlich tot und Larry McLessig, weißt du, das ist wie wenn der Onkel gerade rausgeht, dann kommt der Weihnachtsmann rein, der Weihnachtsmann geht raus und dann kommt der Onkel wieder rein und keiner weiß, was los ist und so ähnlich mache ich das mit Herodes und Larry McLessig. Du könntest stattdessen auch als Herodes von einem Boot springen, dann kriegst du, glaube ich, auch viel Aufmerksamkeit. Ich finde die Idee sehr gut und die war auch wahnsinnig gut. Also wenn man sich umbringt, dann so, weil das ist einfach eine ziemlich in Erinnerung bleibende Aktion. Ja, okay, aber jetzt also mal rein von der Tätigkeit her, würde ich mir bessere Suizide vorstellen können. Findest du? Klar. Welche? Doch nicht erst saufen, Alter. Ach so, nö, aber von ich meine, das ist halt so eine Story, die sich gut erzählen lässt, finde ich. Mach doch jetzt. Also grade. Der Typ ist von einem Boot gesprungen, kaltes Wasser, wurde dann ewig gesucht, man weiß immer noch nicht, ist er tot? Und geht eigentlich zu 99,9 bla davon aus, weil das hält ja keiner durch. Aber es bleibt die Restwahrscheinlichkeit. Ich meine, so Elvis Leiche gab's. Daniel Kuhlberg ist wahrscheinlich in irgendein U-Boot gehüpft und ist jetzt sonst so und feiert sich. Weißt du? Das stimmt. Falco. Die Leiche gab's. Das gibt's doch. Hat man nicht gehört, aber hier schreien Leute rum. Bevor wir da nochmal ganz kurz hinkommen, da habe ich nämlich hier einen lustigen sitzen. Larry McLessig. So. Du hast gesagt, du hast da so eine halb innovative Art, einen Text zu schreiben. Das will ich jetzt aber jetzt gar nicht erläutern. Gar nicht. Das kommt dann später, also wenn man das Lied hört, kann man sich dann denken, hier, welche kreativen Quelle hat er sich da denn bedient? Und dann machst du einen Querverweis. Vermutlich. Zu Wörterbuch. Mach ich quasi eine Referenz, ja. Wörterbuch.de. Wörterbuch.de, ja, oder zu irgendeiner
Seite. Irgendeine Internetseite. Ja. Ich habe hier nämlich stehen Kübelböck Doppelpunkt. Berliner DSDS-Promi klagte über Mobbing an der Schauspielschule. Küstenwache stellt die Suche ein. Und das klingt halt so, als hätte die Küstenwache die Suche eingestellt, weil er sich beklagt hat über das Mobbing. Der sich über Mobbing beschwert. Den suchen wir nicht weiter. Ich habe mir die Meldung dann noch. Ich habe mir halt die Meldung durchgelesen, aber bin auf keine einzige Seite drauf gegangen, weil, das ist ja ganz klar, da wird ein Tod ausgeschlachtet, jetzt mal so gesagt. Ist besser, als wenn die Leiche ausgeschlachtet werden würde. Auch selbst das, da könnte man noch viel nehmen. Sehr gekühlt. Das ist sehr schön. Das wollte ich nämlich eigentlich erst tweeten hier, den Zeitungsbericht, aber es war mir dann zu hart. Aber hier im Podcast, ja, das ist ja ein Markenzeichen hier. Ich sage, ich verdiene jetzt kein Geld mit seinem Tod, deshalb darf ich Jokes machen. Das stimmt. Weil, die sind so, weil wir nicht bei iTunes sind. Und dann gab es so, ach, ich, was erzähle ich? Da hat ja David das Video drüber gemacht, also das kann, darauf kann ich einfach nur quer verweisen. Mhm. Was David da erzählt hat, dass sich die ganzen Newsseiten da Smalls zerreißen, das hat es schon sehr gut getroffen. Das war auch der Grund, weshalb ich mir die... Die Sache ist auch, nur die Headlines durchgelesen habe und Wikipedia und mehr halt nicht. Die Sache ist auch, und das klingt vielleicht jetzt hart, weil er tot ist oder vermeintlich tot ist, aber den interessiert doch kein Schwein. Deshalb finde ich den Abgang ja so krass. Ja, jetzt interessiert sich auch. Ich glaube nicht, dass er es deswegen gemacht hat. Das ist ja egal. Das ist eigentlich am Abgang nichts. Ja, aber. Also er wird ja auch jetzt nicht interessanter. In die letzten 10, 15 Jahre kein Schwein hat den sich angeguckt, so gefühlt. Also seine Instagram-Seite hat auch nicht irgendwie 10.000. Wurde da zeitweise mindestens eine Woche sehr interessant. Ja, na klar, jetzt. Aber ich meine, der... Ja, und er war seiner Zeit auch sehr interessant, muss man dazu sagen. Aber das DSDS damals neu war, auch, das ja. Ein großes Interesse war, was Neues und was... Aber die Hauptzielgruppe, Promi-Flash, ja, die Leute, die Promi-Flash abonniert haben, sind in einem Alter, die waren noch gar nicht auf der Welt, als der bei Deutschland sucht den Superstar war. Das ist richtig. Das ist halt echt... Naja, er hat zwischendrin ein bisschen Welle gemacht, das weiß ich noch, der hat irgendwie mal in so Solarplatten investiert und dann hat er nochmal kurz Welle gemacht, weil er jetzt so anders aussah und dann war er noch bei Just Dance, so diese drei Sachen habe ich miterlebt. In Solarplatten investieren ist jetzt irgendwie eine krasse Meldung oder was? Naja, meinst du, damit kommen wir aus der Irrelevanz wieder raus? Er hat in irgendwas investiert und ist dadurch reich geworden. Oha. Ja. Ist das was Besonderes, durch Investment reich zu werden? Wenn man Daniel Kübelberg ist wahrscheinlich. Also, ja gut. Haben wir auch mal drüber geredet, ne? Können wir ins Thumbnail packen und gehen viral. Gut. So, das ist so ja auch wieder ein bisschen Trademark. So, ich sag jetzt mal einen Satz. Ich frage mich, ob seine Leiche gefunden wurde. Jetzt können wir über was anderes reden, können wir in Thumbnail packen. Daniels Leiche gefunden? Fragezeichen? Ausrufezeichen, Fragezeichen, ja. Es wird sich schon den Nachnamen nicht dazu sagt. Ja, doch, das ist ein großer Brüller. Fällt mir nur gerade auf. Da lachen gerade alle bis auf. Ein paar, die mit Lugan-Witz vom PC weinen. Hatten wir schon. Ja. Gut. Hatten wir eigentlich jetzt eine Zeit eigentlich? Nee. Naja, so grob. Okay. Ich schneide dann einfach die... Steht auf der Kamera drauf. Noch grob 15 Minuten. Ja. Ich schneide dann einfach die schlechten Stellen raus und lade dann so ein Standbild hoch. Okay. Ja, nee, Daniel Kübelböck. Haben wir abgehakt. Oder war da noch was? Ich hatte irgendwie gerade... ich vergessen. Macht nix. Ja, und das sind eigentlich die ganzen spontanen Ideen, die wir heute hatten für einen Podcast. Jetzt könnt ihr nochmal was reinschreiben. Sag nochmal schnell was. Jetzt, ja, wollen wir noch einen anrufen von den... Wollte gerade sagen, lass uns mal einen Fan anrufen, aber das endet eigentlich erfahrungsgemäß eher nicht so gut. Die kommen dann zu Besuch manchmal. 3 Minuten lang. 3 Minuten lang? Ach so, ich hab kürzlich die alten Bilder durchgeguckt, wo er dieses T-Shirt hatte, wo wirklich Hashtag 3 Minuten drauf stand. Ja, ist schon gut. War. Boah. Also. Das wollte ich nämlich auch sagen. Ah, jetzt kommt's. Das ist nämlich auch so ein bisschen unser Trademark hier im Podcast gewesen, dass wir über News berichten, die aber schon einen Monat her sind. Vielleicht. Chemnitz und Daniel Kübelböck hatten wir jetzt schon. Ja, eben. Gut. Sonst noch was? Ach so, das hast du gesagt. Du hast es jetzt gerade nochmal in eine Kategorie eingeordnet. Ja. Dankeschön. Damit die Leute, du brauchst als Podcast... Brauchst wir waren auf der Gamescom. Ja, waren wir wirklich. Das war super geil. Kann man so sagen. Fandst du nicht? Ja, ich sehe das so. Okay. Nee, es war schon sweet. Du warst ja bei der, wie hieß der, Jase, warst du nicht so dabei, bist ja weggegangen. Wer ist das? Die da abends kam und meinte, hey,
die Freunde von mir haben mich versetzt, ich habe heute Geburtstag. Das war für mich das Unspannendste. Kann ich bei euch bleiben? Ja, da bin ich dann nach Hause. Aber ich finde das schön. Würdest du das machen mit Leuten? Was? So, naja, so auf Leute zugehen. Ich fand das schon cool. Ach so, naja gut, sie hat wahrscheinlich resigniert und dachte, schlimmer kann es nicht werden. Da gehe ich mal zu diesen abgehalfterten Drecksassis. Nö, da überwinde ich mal meine Angst, Leute anzusprechen, um wenigstens irgendwas aus diesem Abend rauszuholen. Hm. Was war denn dann für dich das Schönste? Auch die Leute, die man eigentlich sonst nie sieht. Da kannst du vielleicht, das habe ich dich noch gar nicht gefragt, kannst du vielleicht direkt mal was sagen. Wir hatten ja dieses tolle Fan-Treffen. Ja. Fan-Treffen in Anführungsstrichen. Aber das war tatsächlich, dieses Jahr hat mir wieder richtig gefallen. Ja. Und da haben wir ja auch externe Leute, hatte ich angesprochen, hier, wir machen was mit Detroit, bla bla. Ja, diese Runde da, die alle als Connor verkleidet waren. Genau, ja. Die kamen dazu und dann sind die rumgelaufen und bis zum Schluss war eine tatsächlich noch dabei, als ich dann auch schon heim bin mit Kalle, ist dabei geblieben, obwohl die uns gar nicht kannte. Und du bist ja dann auch noch mit der unterwegs gewesen. Oder? Zumindest sieht man die nochmal kurz irgendwie. Ach, die kannte uns gar nicht? Die kannte uns nicht. Welche von beiden? Die Blonde, die als Connor verkleidet war. Die Blonde, die als Connor verkleidet war? Also sie war, glaube ich, nur blond, weil sie eine Perücke hatte. Als Connor? Ach du Scheiße. Nee, nicht als Connor. Als halt so eine graue Kleidung, ist ja egal. Eine von diesen... Eine größere Blonde auf jeden Fall. Also ach so, ja, ja. Ach, die kannte uns gar nicht? Die kannte uns nicht, nee. Oh. Ja. Ja? Ja, so. Das ist doch schön. Also es sind noch andere länger geblieben, aber die war die einzige, von der ich wusste, dass die dann... Das ist doch schön, weißt du? Ja, also, dass sie gar nicht von vornherein dabei war, wusste ich gar nicht. Ja, die hat ja zu der Cosplay-Gruppe gehört. Ah, okay. Ja, na, wir sind dann noch raus zu Trominal und haben dann noch ein bisschen abgedernst. Ja. Und sind dann eigentlich relativ geschlossen zum Dom gegangen. Da warst du doch noch dabei. Nee. Nicht? Stimmt, du bist nach auch freitags, wo du schlägst zu Hause warst. Ich bin nach dem Rock of Deeds direkt nach Hause. Und dann haben wir in Peter Revens Geburtstag reingefeiert. Stimmt, da warst du gar nicht mehr da. Richtig, richtig. Ach so, ja, genau. Ne? Und haben dann da noch so ein bisschen unser Ding gemacht. Und Johannes war dann ganz irgendwann, Peter war dann irgendwann ganz, da sind irgendwie, alle mussten plötzlich, beziehungsweise alle haben gedacht, na, da sind ja genug Leute da, wir können jetzt unser Ding machen. Ja. Haben das aber auf einmal gedacht, sodass er dann ziemlich alleine war. Nachts dann irgendwann tief in der Nacht. Ja, das war für mich... Hat dann wohl dich gefragt nach einem guten Club. Warte. Naja, das ist für mich eine sehr witzige Geschichte, die aber im ersten Moment schockierend war. Das war nämlich nicht an dem Abend, wo er gefragt hat, sondern 2 Tage vorher. Wusste ich nicht. Da haben wir in Köln nach Nahrung gesucht und sind fündig geworden. Da hinten irgendwie Shopping-Meile hinten raus. Da, wo wir auch 2 Jahre vorher schon in diesem Club waren oder davor oder was auch immer. Was halt ein Schwulenclub ist. Und daneben gab es hier irgendwas zu essen, was weiß ich, Jufka Falafel, schieß mich tot. Und er saß dabei und ich habe gesagt, hey, er ist 17 und 2 Tage später ist er ein 18er so. Und er hat gesagt, hey, wenn du 18 bist, kommst du da rein in den Club, der ist übelst geil. Und habe ihm halt verschwiegen, dass das ein Schwulenclub ist. Habe gesagt, da kommen 16-Jährige rein und 18-Jährige auch und da können sie übelst lange feiern, das ist super geil, gibt's gratis Trinken, bla bla bla. Mhm. Also übelst schmackhaft geredet. Und dachte mir aber nichts dabei, weil, hey, warum soll der da reingehen, so? Und dann bin ich halt wieder in Weimar, komm so gerade quasi zur Tür rein, kommt irgendwie eine Sprachnachricht. Danke, Robin, danke, dass du mir das gesagt hast, also richtig resigniert. Danke, dass du mir den Tipp mit der Bar gegeben hast. Ich sitze hier gerade alleine rum mit dem Barkeeper und, yo, geil. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße, ne? Und aber irgendwie eine halbe Stunde später kam dann, ja, hier kamen jetzt noch so 2 an. Und ich habe gerade einen richtig geilen Abend. Also nicht, was du jetzt denkst und so, aber ist übelst geil so. Also war es dann tatsächlich doch gut. Zu mir meint er noch, er ist dann irgendwie in diesen Keller gegangen und da kam ihm wohl schon eine Wolke von... Latex. Ja, schön wär's, aber ja, vielleicht entgegen. Noch einen Zacken schärfer und da sind wohl diverse Geräte rumgestanden, die interessant waren. Also Sachen, die... Wo man nicht mit rechnet, wenn man jetzt denkt, geiler Club. Das ist halt schon sehr, sehr witzig. Ja. Aber natürlich auch ein bisschen mies. Aber da es am Endeffekt für ihn witzig war, ist ja alles gut. Hatte ich vielleicht kurz schlechtes Gewissen. Weil ich hätte halt auch nicht gedacht, dass er dann da alleine reingeht. Dass dann irgendwie ihn alle versetzen oder was weiß ich, wo sie alle hingehen. Und das war auch, glaube ich, von keinem wirklich die Absicht. Es war wirklich so dieses Gefühl von, naja, das ist jetzt eine große Gruppe, da sattel ich mich mal ab. Und wenn das dann so in einem Abstand von 10 Minuten alle gleichzeitig machen... Ja. Dann ist es halt leer. Dann steht er da so rum.
Dann denkt er sich so, jetzt gehe ich ja richtig Party machen. Naja. Ja, naja. Genau. Nee, das war schon schön. Du jetzt noch. So, ja, wir waren auf der Gamescom. Das waren wir, ja. Gott, oh Gott. Sonst noch gibt's gerade Hass, den du verbreiten willst? Oder? Nee. Er hat nämlich da noch so eine Kategorie. Ruhe gerade schwer in meiner Mitte. Echt? Nee. Aber du weißt, in Deutschland ist selbst die Mitte jetzt im Rechtsruck. Ach, okay. So, das ist genau die Scheiße. Danke. Das ist genau die Scheiße, die ich mir nicht mehr anhöre. Willst du das drüber auslassen? Das sind genau diese Worte und diese Statements. Na, weil das kompletter Gehirnschmutz ist. Ja, natürlich. Die Mitte ist im Rechtsruck, wenn man sowas schon hört. Ja, und dann kommt auch noch der Klimawandel dazu, der uns alle, der politisch, und dann werden die ganzen Baumhäuser. Das ist so ein geiles Video. Ja, die haben unser Baumhaus kaputt gemacht, waren übrigens nur Männer. Ja, gut. Also das sind halt zwei. Wisst ihr, dass ihr alle nur Angestellteninnen seid? Moment, ich dachte, es waren nur Männer. Bezahlte Arbeiterinnen, oder so hat sie gesagt. Ja, also grundsätzlich zu sagen, hey, reißt mal nicht diesen Wald ab, um da Parkplätze zu bauen, ist ja nichts Negatives so. Aber in dem Interview geht es da halt null drum. Deswegen fand ich das so komisch. Ich glaube, es ging gar nicht um Parkplätze. Es ist ja auch kein Interview, es ist ja, sie erzählt einfach nur. Ich glaube, es ging auch nicht um Parkplätze, weil Parkplätze kann man überall hinbauen. Kohle ist halt nicht überall. Ja, das war jetzt nur erstmal übergreifend, dass man nicht alles gleich wegholzen muss, so. Weißt du? Aber wenn außer es eine geile Alte. Ja. Ja. Und wenn der geile Alter halt Kohle heißt, ich meine, Gronkh hätte nicht anders reagiert. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, in diesem Statement, wenn sie dann sagt, hey, wir sind gerade, also es geht um den Hambacher Forst, das sollte man vielleicht noch einhaken. Das haben die schon verstanden, die Fans. Die sind klug alle. Und da spricht so eine nette junge Dame. Und das Einzige, was für mich halt sehr komisch ist, dass sie irgendwie am Anfang betont, dass es leider nur männliche Polizisten waren, die sie weggetragen hat oder irgendwie sowas. Oder die sie weggetragen haben. Und meinte dann aber im Verlauf ihres Monologs, wie sie gelernt hat, dass das egal ist, woher man kommt, wie man aussieht, welches Geschlecht man hat und so. Und das hat so gar nicht zueinander gepasst. Aber ja, Rechtsruck in der Mitte, du wie sie nicht gelernt gut. hat, dass man leider nur Männer mit eimerweise Scheiße bewirft und begießt. Nein, da will man jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Aber es steht auf Wikipedia, also es ist wahr. Ich verstehe deinen Punkt mit, du findest das dumm. Ich finde das ja auch dumm. Ich habe mich aus Interesse da ein wenig mit beschäftigt und ich sehe das auch sofort, wie man sich da so richtig, wie man da so richtig drin aufgehen kann, wenn man irgendwie kein Leben hat. Ganz und ehrlich, kein Ziel. Ganz ehrlich, wenn ich mir irgendwas Geiles aufbaue und es reißt jemand weg, ist das nicht geil. Ach so, ich war schon wieder beim Rechtsruck. Ach so, geht zurück zum Rechtsruck, ja. Ja. Natürlich ist das nicht geil, wenn man. Ja, ja. Nee, das auch. Nee, ich meinte das andere. Weil eigentlich wolltest du dich ja über den Rechtsruck in der Mitte beschweren, beziehungsweise die ganzen Themen. Ja. Und dieses Palaver. Dieses, oh mein Gott, wir stehen, die Uhr ist kurz vor 12, wir stehen vor dem Krieg und dem Rückkehr des Dritten Reichs. Erzählen die jetzt uns auch schon irgendwie selbst, also solange ich lebe, ich weiß nicht, ob sie es davor schon erzählt haben. Ja, das Dritte Reich gab es davor schon. Die Welt geht halt immer andauernd unter und das ist alles ganz furchtbar und man ist ja dann doch auch schuld, ein Stück weit, weil man so und das, die Scheiße presse ich mir einfach nicht mehr. Ja. Wie gesagt, ist interessant, aber das ist ja auch die Gefahr. Dass dann aber das wird ja schon wieder zu politisch, da kommen dann gleich die Leute an. Ich habe ja einmal ein politisches Video gemacht, wo ich auch so ein bisschen versucht habe, das so. Jetzt machst du keins mehr, weil die Leute ankamen? Ja. Mhm. Ich habe Klicks gekriegt, habe ich Angst bekommen. Echt? Nicht, dass das jetzt immer so geht. Das ist mein erfolgreichstes Welches Video. Welches meinst du eigentlich? Nazis raus oder, habe ich das genannt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da habe ich einfach nur gesagt, dass ich das dumm finde, zur Gewalt gegen Nazis aufzurufen und gleichzeitig. Ach, Toleranz jetzt jüngst, und, ja. Ja, ja. Das war erfolgreich. Das, ja, er hat ein bisschen mehr Aufrufe halt gekriegt. So. Und dann kamen halt Leute und werden es gleich ganz anstrengende politische Diskussionen. Und das ist ja auch alles okay, dass alle eine Meinung haben und so. Naja, die können ihre Meinung haben, aber keiner zwingt dir dazu, die ins Knie zu nageln. Ja. Dann sagst einfach, yo, lass mich bitte in Ruhe. Jo, ich muss los, lass mich bitte in Ruhe. Na, nicht mal, du sagst einfach, lass mich bitte in Ruhe. Nee, aber andererseits finde ich, das schärft auch so ein bisschen, also rede ich mir ein, dass das den Verstand schärft oder was auch immer. Ich habe zum Beispiel unter dem Video, um den Bogen nochmal zu spannen und zu überdehnen, hat einer geschrieben, was David Hein doch für ein Heuchler ist, dass er dieses Video macht, weil er macht ein Video darüber,
wie sich alle drüber aufregen oder wie auch immer. Aber der Vergleich hinkt, weil er ja nicht über Daniel Kübelberg redet, sondern über die Medien. Und kannst, aber ist auch egal, habe ich auf jeden Fall so einen langen Kommentar geschrieben. Wie lang? Sag's nochmal bitte in Zentimeter, damit die so Leute... So lang. Also etwa 30 Zentimeter lang. Mindestens. 25 bis 30, ja. Ein Phallus lang habe ich geschrieben, hey, hier, und das auseinandergenommen und so. Und weißt du, um das vor mir zu rechtfertigen, sage ich, schärf den Verstand, wenn man sinnlos diskutiert mit irgendeinem Keyboard-Warrior. Ich finde, du musst aus deiner Perspektive auch ganz ehrlich sagen, macht ja auch Spaß. Das stimmt. Und ich glaube, das ist ein essentieller Punkt. Du kannst dir das sonst wie reden, aber ich glaube, du machst das eher so aus Fun. Es macht Spaß zu diskutieren, am meisten mit meiner Oma. Ist das echt so? Ja. Das ist... Obwohl ich da nie... Da ist nie... Da wird nie was fruchten, so. Mhm. Aber ich weiß, es tut einfach gut. Okay. Siehst du mal, das macht mir zum Beispiel nicht so einen krassen Spaß. Also ich habe einen Standpunkt, von dem ich meistens, also ich hätte den Standpunkt nicht, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass er richtig ist. Mhm. Und wenn dann jemand nach meiner Ladung Argumente ich einknicke, dann sage ich, okay, lass ihn. Er ist scheinbar nicht ganz hell erleuchtet. Oder ich sage, boah, der könnte ja recht haben und ich nehme mir davon ein Stück mit. Mhm. Aber so diskutieren und lange, das mag ich gar nicht. Wie zum Beispiel dieser eine Vorfall BEA. Auf der Gamescom. Oha, mit EA auf der Gamescom. Ja. Da habe ich im Livestream schon mal drüber gesprochen, aber das war auch so ein Ding, ja. Was das ich nicht verstanden habe, erzähl's erst mal kurz. Es war dasselbe Klientel wie der scheiß Security vom Grünanlagen harmonisch leckt. Sag ich dir. So. Ich habe es ja, wie gesagt, im Livestream schon mal kurz erwähnt. Es war einfach nur, ich habe eine Tonaufnahme erstellt. Wir wollten die EA-Leute filmen, wie wir alle hingehen mit unserer Fan-Crowd und sagen, yo, wo ist denn Bethesda, wo ist Electronic Arts? Das ist dumm gewesen. Du hast das leider verkackt. Ja, alles außer EA halt. Wo ist Ubisoft? Und so weiter. Dedelic, bla. So, und dann hat einer mein Handy entdeckt, hat es mir sofort entrissen, ohne eine rechtliche Grundlage. Und dann... Bestimmt eine Viertelstunde wurden diskutiert und letztendlich ist die Person dann auch auf dich zugegangen, weil du wohl leicht schnippisch geredet hast. Naja, pass auf, also du musst dir vorstellen, Peter Reven hinten hat gefilmt, ne? Das hat keiner gesehen, nicht wild. Da waren dann vier Leute, die nach verschiedenen Spielunternehmen gefragt haben und du hast es halt mit deinem Handy aufgenommen und der hat es weggenommen, ganz klar. Ich habe dann nur gesehen, dass da so ein Handgerängel war und du das halt, das ist auch relativ schnell wiederbekommen. Ich habe es ihm entrissen. Du hast es wieder zurückgeholt. Und ab dem Moment ging die Diskussion los. Und da wäre jetzt meine erste Frage, bevor ich zu dem gleich komme. Warum diskutieren? Nimm dein Handy und lauf da weg. Die können dir nicht lange hinterherlaufen. Die müssen bei dem Stand bleiben. Schlimmstenfalls rennst du weg. Du bist schneller. Und wenn nicht, dann muss er dich umtackeln und hat dafür, glaube ich, keine rechtliche Grundlage. Aber und wenn er es macht, dann wäre er halt komplett gefickt, weil dann gibt es zig Zeugen, die sehen, wie er Gewalt an dir anwendet. Ohne rechtliche Grundlage und ohne Verdacht. Also warum diskutieren? Ich habe nicht verstanden, warum du da so lange mit dem geredet hast. Vielleicht auch als Spaß machen, aber also am Anfang ich glaube, das war jetzt auch die Antwort. Nee, nicht nur. Also auch schon Spaß auch, macht. Ja, es macht auch Spaß, klar. Zumal das echt dumme Leute waren. So. Okay. Ich habe mich da auch schon reichlich drüber aufgeregt. Das muss ich jetzt nicht nochmal machen, aber... Aber es ist nicht so ein Aufregen, wo du danach, wo es dir nach schlecht geht, sondern eher so ein Aufregen, was irgendwie, wo man sich so schön reinsteigern kann. Ja, auch. Also klar schüttel ich dann hinterher den Kopf und sag dann tausendmal, ich kann nicht glauben, dass Leute so dumm sind. Dieses, wie gesagt, ich habe es im Livestream ausführlich auseinandergenommen, diese Art von Leuten, die Argumente hören gegenüber, sowas wie, ihr habt keine rechtliche Grundlage dafür, ich mache das schon ganz viele Jahre, ich weiß, was ich darf und nicht. Und dann die Person... mein Argument entkräftet, indem sie in einem spöttischen Ton wiederholt, was ich sage. Oh, rechtliche Grundlage. Rechtliche Grundlage. Sowas finde ich so richtig dumm. Ja, also meine natürliche Unterscheidung. Aber ich würde ihm gerne irgendwie vermitteln und klar machen, dass er gerade dumm ist. Aber das funktioniert halt mit diesen Leuten nicht. Ja, richtig. Und da scheiden sich halt die Geister und da sind mal halt verschiedene Charaktere. Meine Strategie wäre dann halt wegzugehen. Im ersten Moment wollte ich es einfach nur nicht eskalieren lassen und erklären, dass da gerade nichts Schlimmes passiert. Ja. Aber dann habe ich gesehen, nach vier Leuten, also der Clip wird nichts mehr. Ich dann auf jeden Fall, nachdem die übelst an dir rumgezurrt haben, hab dann so gesagt, boah ey, fuck, das wäre richtig scheiße, wenn das jetzt jemand gefilmt hätte. Und dann ich wieder kurz abgewackelt, Typen hinterher. So ein aufgepumpter Schrank. Den Satz von ihm habe ich gehört, das war, ey, warte mal, was spricht denn er jetzt so mit mir? Das hat er gesagt. So, ja. Ich weggewackelt,
er mir hinterher und sage, ey, ich mich umgedreht, auch relativ gelassen, weil mir halt ziemlich klar war, dass er das, also mein Handy hatte ich in der Hosentasche, das hätte er mir nicht weggeben können, ich hatte keine Kamera, kein nix. Ich, ich hätte allerhöchstens eine Ablenkung darstellen können, das war mir ganz recht. Also hier, ich glaube, er kam ziemlich schnell mit, lass uns mal, können wir mal kurz unter vier Augen sprechen? Ja. Ich so, nein. Ja, warum nicht? Wir können uns doch kurz mal unter vier Augen unterhalten. Du sagst das gerade so lieb, aber so hat er das nicht. Warum denn nicht? So ja, okay, ich hab's lieb, genau. Und er wollte mich halt mit hinter die Bühne in so einen Raum nehmen und unter vier Augen... Warum denn nicht? Weil ich nicht bescheuert bin. Ja, wie, hast du Angst vor mir? Ja, der hat Angst vor zu sehen. Kommt der Angst vor mir? Ich so, naja, geht so. Aber ich bin ja nicht bescheuert und geh da hin und bin da instant in der Unterzahl. Also, das hat nicht viel mit Angst zu tun. Ich bin nur einfach nicht bescheuert. Mhm. Naja, aber der Typ, der zeigt auf Dion, der Typ da drüben, der hat sich auch unter vier Augen mit mir unterhalten. Ich so, ich zeig auf die Halle, sag, zähl nochmal nach, das sind mehr als vier, die hier rumlaufen, mehr als vier Augen, die hier rumlaufen. Ja, du traust dich nicht und Angst und hast Angst, dass ich dich hintenrum verprügel. Ich so, nein, ich bin einfach nur nicht bescheuert. Und dann bin ich dann auch irgendwie abgehauen. Ich weiß auch nicht. Ja, da sind wir, glaube ich, alle. Dion hat noch kurz weiter erzählt mit dem, aber das war dann wirklich der Punkt, wo wir alle wechseln. Und dann wurden wir noch weiter beobachtet. Wir sind ja dann raus, direkt vor der Halle. Standen ja dann nochmal die zwei. Also ein. Ja, wir haben uns dann. Wir haben dann das Geschehene verarbeitet. einen kurzen Fankreis, Sitzkreis gemacht, mit denen, die noch übrig waren. Und gesagt, ja, das ist ja dumm gelaufen jetzt. Naja, egal. War dann auch ganz cool. Und die standen dann halt da und haben sich einen abgeraucht. Wir haben uns nochmal im Auge behalten. Scharfen Blick. Nicht, dass wir nochmal mit einem aggressiven Handy hier rumlaufen und irgendwie Gefahr in den Verzug bringen. Die haben die nicht sogar gesagt, die widmen eine Gefahr? Ja. Wittern. Nein, er hat dann, das hat mir Kalle hinterher gesagt, dass er angefangen hat mit Zittern irgendwann, dass er wirklich verstanden hat, dass er gerade richtig dummen Scheiß gemacht hat und dafür seinen Job verlieren kann oder sonst was. Und ab dem Punkt hat er halt übelst hart versucht, sich zu rechtfertigen und meinte, ja, hier war ein Handy. Mein Kollege hat das gesehen, dass du ein Handy hattest und er hat sozusagen die Gefahr gewittert. Es hätte ja auch ein Anschlag sein können, es hätte alles sein können, so hat er erzählt. Okay. Und hat das dann immer weiter gerechtfertigt. Er hätte auch ein Stift sein können. Ich sag mal so, das Videomaterial hast du noch vorliegen. Das stimmt. Das könnte man eigentlich mal auf einem geheimen, also ich will nur sagen, wir laden das niemals hoch. Ja. Wir werden das auf keinen Fall hochladen. Das ist unser Gelübde, das wir jetzt nicht abgeben. Aber sollte es doch irgendwo mal auf YouTube auftauchen, dann können wir euch das wissen lassen. Ja, wir laden das nicht hoch, aber also ich hätte gern was zugeschickt. So, vielleicht, ich habe nicht so viel Geld, vielleicht schickt da jemand was vorbei, der seinen Job behalten will. Ja. 9-4-8, Emskirchen als Schauberg. Ja. 8, einfach in den Briefkasten schmeißen, die Scheine. Morgen wieder vom Drachenlord. Danke dafür, Eiblali. Morgen Drachenlord, ich habe da so 20.000 Euro in meinem Briefkasten gefunden. Na. Etzela. War doch ein Hater. Nee. Ja, das war übrigens auch vor kurzem. Drachenfest? Schanzenlord. Schanzenlord, ja. Da wäre ich. Hätte mich auch interessiert, sage ich mal. Aber hätte dich interessiert. Da hättest du auch ein Marshmallow mal dran gehalten, ja, an die brennende Schanze. Ja, ehrlich. Weil ich denke immer so. Natürlich, ist, also das, was mich davon abhält, ist ja, dass ich immer die Gefahr sehe, doch jemanden, einen Menschen zu verletzen. Naja, klar, ja, weil es ist ja für ihn irgendwie nicht geil. Ne? Und deshalb habe ich es auch bisher immer gelassen. Aber manchmal piekt halt so die Lust und der Spaß. Und dann denkt man so, oh, eigentlich, aber nee. Aber du machst ihn dadurch ja unglücklich und uncool ist das. Es geht ja im Endeffekt bei der ganzen Aktion schon viel mehr um dieses Happening an sich. Natürlich. Der Typ aber es geht ja auf das Kosten Vehikel von jemandem. Natürlich, aber er ist ja nur das Vehikel so. Und ich finde das an sich ja auch übelst geil. Haha, wir pilgern da alle hin, in der Theorie. Mhm. Aber wenn es dann halt wirklich so ist, dass da ein Mob rumzieht und sagt, die Schanze muss brennen und so und ich gebe dir 10.000 Euro, wenn du umbringst und was für Sachen da irgendwie kursiert sind im Vorfeld, das ist halt einfach zu krass. Auch wenn es nur so gesagt wird, aber klar, ich weiß nicht, ob er unterscheiden kann zwischen, meinte das jetzt ernst oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich unterscheiden könnte, wenn jetzt jemand irgendwie Kopfgeld auf mich aussetzen würde. Ich würde das wahrscheinlich auch dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr geil finden, wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe auch schon interessante Kommentare. Also wer auf YouTube hat nicht schon Kommentare wie, ich tue alles, damit du stirbst, bekommen. Mhm. Ne? Wollte nicht auch schon mal jemand deine YouTube-Karriere zerstören? Ja, habe ich erst vor 2 Tagen wieder gesehen. Und willst du da noch kurz verschlüsselt drüber reden, oder? Weil das passt gerade sehr gut. Ja,
Ja. Das war vor 2 Jahren, da waren wir beim Kumpel saufen. Und da waren so 2 Mädels, ich nenne sie mal, ich würde gerne die Anfangsbuchstaben nennen. Ich hab schon vergessen, wie sie heißen. Ja, A und B. Ich nenne mal Bibi und Dagi. Die eine und die andere. Okay. Na, und wir haben, das war auch jetzt um diese Jahreszeit, wir haben da Federweißer getrunken. Und irgendwann kam es dann dazu, dass ich mit der einen irgendwie so ein bisschen auf dem Balkon lag, dies, das. Und dann meinte die andere, ja, die hat seit kurzem keinen Freund mehr. Und ich will, dass du sie heute richtig so hart vögelst, dass sie einen Orgasmus bekommt. Und kleiner Tipp, sie mag es von hinten. Und ich dann so, oh, das war jetzt so nicht meine Intention und das war auch voll viel zu viel für mich. Ich so, oh scheiße, doch, du machst das jetzt oder ich zerstöre deine YouTube-Karriere. Netterweise sind dann beide vom Kiffen eingepennt und das Problem war gelöst, aber... Ah, und seitdem machst du diese Aussage, du fixest meine Freundin so hart, dass sie kommt, wenn nicht, dann zerstöre ich deine YouTube-Karriere, hat sich die letzten 2 Jahre quasi durch mein Leben gezogen. Das hat sich schon auf die Herodes-Amloch-Sache bezogen, oder? Das weiß also, ich nicht. Ich hätte es ja gerne mal gesehen, wie das ausgesehen hätte. Die Zerstörung der YouTube-Karriere? Ja. Na, ich sage mal so, das sieht dann so aus, dass man halt vor 2 Jahren, keine Ahnung, pro Video noch so 50.000 Klicks hat und jetzt nur noch so annähernd 10.000. Irgend sowas halt. Ja. Meinst du, sie hat's gemacht? Ich glaube... Sie hat die Finger im Spiel, dass jetzt hier... Ich habe nicht mit ihrer Freundin geschlafen. Das ist ja sehr brisant, dass wir das jetzt hier aufdröseln konnten. Ja. Das ergibt alles Sinn. Ja. Und deshalb ist... Der Fluch liegt jetzt auf uns. Ist das Maggie? Maggie! Komm mal her, wir sitzen auf dem Balkon. So, jetzt kommt noch Maggie hier rein und dann haben wir alles gesehen. Haben wir alles einmal durchlebt. Ich glaube, die Fans haben in dem gesamten Podcast gar nichts gesehen. Sondern nur gehört. Doch, so ein tolles Bild bestimmt. Mir kackt gerade die Stimme ein bisschen an. Ja, ich ersetze dich kurz durch eine Frau, damit wir hier die Quote erfüllen. Gut so. Das Gute ist, dass wir ihr... Kann Margarete mal kurz ihre Brüste ins Mikro halten? Genau, mal kurz dran reiben. Aber das Gute ist halt, dass wir ihr nicht so viel bezahlen müssen, weil sie halt kostenlos keinen Penis hat. Ja, sonst noch was passiert? Ja, die Story war echt brisant. Die YouTube-Karriere zerstören. Ich habe sie ja dann auch irgendwann mal gesehen. Da hast du gesagt, das ist er. Und dann war irgendwas an dem Abend. Ich weiß es nicht mehr. Ja, dem Abend sind die Abos kurz eingebrochen. Ja. Und die Views sind auch nie wieder erholt. Naja. Maggie! Sie sagte jetzt, sie kommt und dann kommt sie nicht, ne? Solche Frauen mag ich. Ja, ich muss ein Kissen unter die Hüfte legen. Ja, habe ich auch gehört. Hast du mal probiert? Wie kann man nie Musik angehabt haben? So. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich wenn ich jetzt, beziehungsweise wenn man jetzt im Akt befindlich ist, dann sagt man nicht, okay, Sekunde. Kann man schon sagen. Ich gehe kurz zur Jukebox. ich werfe einen Dollar rein. Oh, ne, ranzigen schmauchte Bar, Alter. Ja. Naja, kann man schon. Wie dem auch sei. Das ist doch ein feuchtfröhliches Erlebnis hier. Ich gucke jetzt mal, wo die ist. Guck, hol die jetzt mal hier rein. Raus, meine ich. Weißt du, wie ich es meine? Noch am Telefonieren, das heißt, wir müssen bis zum nächsten Podcast warten, weil Frauen, das ist bei denen nämlich so, die sind anders als Männer und die reden am Telefon immer ganz viel. Aber ich habe auch schon mal lange telefoniert, das ist jetzt gar nicht so. Damals, als man richtig cool war, wenn man unendlich telefonieren konnte oder 300 Minuten hatte, da war das auch besonders. Da habe ich immer so Konferenzschaltungen gemacht. Also, weißt du, mit 3, 4 Leuten gleichzeitig telefonieren, warst du damals der King. Hast du dich immer so hingesetzt, hast dann so, auf den Telefon den Knopf gedrückt, hast du dann so zwischen deinen Schultern dein Ohr geklemmt, nebenbei noch irgendwas unterschrieben? Nee, damals gab es schon Lautsprecher tatsächlich, aber ja. Und dabei hat es einen Anzug an. Ja. Mit Krawatte. Ich verstehe, was du meinst. Das ist so ein Sekretärinnenbild hast du gerade entworfen. Nee, vor meinen Augen war es ein Kerl. Ach so, ja. Halt ein Chef. Aber der telefoniert doch nicht. Das macht Telefonkonferenzen. Ja. Klar, das machen die großen Chefs. Ja, also wie gesagt, Marietta, ich würde gerne noch eine Stunde handeln. Ja, so. Okay. Wenn wir jetzt noch eine Füllung hin... Alter. Na ja, gut, dann wäre jetzt vielleicht eine relevante Frage.
Es gibt ja das Phänomen Autofellatio. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Mhm. Ja. Das ist an sich ja manchen Leuten gegeben, dass sie das machen können. Das war gerade Schuss im Ghetto. Ja, da wurde gerade geschüttet. 50 Cent ist hier gerade vorbeigeflogen. Und ich sehe, wie gerade ein paar Schuhe über die Stromleitung geworfen werden, weil immer wenn ein Autofellatio. Ein Nogo da stirbt, dann werden seine Schuhe über die. Wir spielen drei Chinesen mit dem Kontrabass mit Wörtern. Werden seine Schuhe über guckst die. Guckst du denn da gerade hin? Über die Stromleitung. Ich guck gerade die imaginären Stromleitungen an, das sind keine Stromleitungen. Ja, aber das im 50 doch, hört doch keiner, was du machst. Warum machst du es dann? Geworfen. Und du musst aufpassen, wenn ein Auto sehr langsam an dir vorbei fährt, ist ja kurz davor ein. Da wird ein Drive-By gemacht. Autofellatio. Würdest du sagen, du würdest das machen, wenn du das denn könntest? Oder wenn der Genie dir den Wunsch erfüllen könnte? Ach so. Boah, da also das ist natürlich schwer. Also der Punkt ist jetzt im Moment, habe ich keinen Genie. Kein Genie? Ja, und ich glaube auch viel zu viele Rippen. Ja, aber theoretisch. Theoretisch. Gebe ich dafür irgendwas in Kauf, wie zum Beispiel meine Rippen? Nee. Das ist auch nur Urban Legend, angeblich. Das ist nicht passiert. Also, dass Marilyn Manson zumindest das gemacht hat. Urban Legend. Hast du ihn auch mal in der Telefonkonferenz angerufen und gefragt? Ja. Hallo, Herr Manson? Hey, Mans, was geht? Hey, Mans, kommst du nachher mit in die Mensa? Ja. Ja, ist das gerade schon das, wo die Musik so laut wird? Ich höre es auch gerade. was war nochmal die Frage? Der Autofüllarzt. Ach so, also, wir gehen davon aus, dass ich der Rahmenwitz verliere. Ja, und auch wer fest. Da würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, ich bin vorbei. Also, meine. Nee, ich würde.